Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder bei Star Stable Online. Ihr seht, ich habe heute wieder Frieda dabei. Sie flattert fröhlich um mich rum und inzwischen sitze ich auch wieder auf Coco Candy, die inzwischen auch schon Level 9 ist. Das heißt, wir werden nicht ganz so viel mit ihr zu tun haben. Ja, das ist ja unsere Self-Rancé-Stute, immer noch das alte Modell. Wobei ich sagen muss, ich finde es eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, gut, gegen die neuen Anfangspferde kommt es jetzt nicht gegen an. Na, hat auch eine ganz andere Animation, halt dieses Gehüpfe hier, ihr kennt das schon. Aber wie gesagt, ich finde sie trotzdem hübsch. Das ist ja Geschmackssache. Es gibt ja Leute, die behaupten, die alten Modelle sind total hässlich, aber gut, ne, keine Ahnung, was mit denen los ist, ne, warum die da so drüber urteilen. Also ich finde die Pferde generell nicht hässlich. Ich fand sie auch vorher schon gut. Das ist ja immerhin die zweite Überarbeitung gewesen und das, was jetzt natürlich rausgekommen ist, habt ihr ja gestern gesehen. Ne, unser Guardian Angel in überarbeiteter Form, der sieht natürlich schick aus. Ne, dafür sind die Gänge sind so ein bisschen, teilweise sind sie ein bisschen schleppend. Aber wie gesagt, das ist aber auch, ich sag mal, ich lasse da immer fünfe gerade sein. Ne? Also alles kriegt man halt nicht hin und mir gefallen sie so, wie sie sind. Ich finde, die sind sehr gelungen und ja, aber wie gesagt, wir wollen mal anfangen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erzählt, weil ich wieder annehme, das wird wieder so eine kurze Quest hier bei Gavin, weil ja, ne, der gute Mann ist ja vergesslich, haben wir ja gestern schon erlebt und mal sehen, was er sonst noch so für uns auf Lager hat. Was wollte ich gerade überlegen? Was machst du hier eigentlich? Du willst mir helfen? Sehr gut. Die Tore der Stadt müssen überprüft werden. Nicht, dass diese so dringend benötigt werden, aber funktionieren sollten sie trotzdem. Du solltest also, was nochmal? Schlösser überprüfen? Du solltest Tore überprüfen. Tolle Idee. Das wäre mir eine große Hilfe. Hier, nimm meine Schlüssel und probiere sie aus. Ja, und jetzt haben wir nämlich die Tore der Stadt als Aufgabe erhalten. Und das wollen wir doch dann auch mal machen. Gucken wir uns mal um. Vier Tore sind es. Könnt ihr hier unten auf der Karte sehen. Na, wir fangen direkt mal an. Ich schnapp mir gleich mal wieder mein Inventar hier. So. Ja, dann wollen wir mal los, ne? Ah, kann ich noch was sehen? Jo, ich sehe noch. Ja, das ist ja. Hier vorne ist das erste Stadttor. Da sind wir ja nur durchgekommen. Ist ja jetzt nicht so schwierig, ne? Wir haben ja hier schon ein paar Tore gesehen. Und dann gehen wir doch mal dahin. So, das wäre das erste, was ich hier wieder instand gesetzt habe. Und das andere ist da unten, wenn man Richtung Hafen möchte. Da gehen wir jetzt auch mal als nächstes hin. Ja, das ist übrigens dieses Törchen da unten. Jawohl. So, dann gucken wir doch mal. Das würde auch den Schlüssel ausprobieren. So, wunderbar. Auch untersucht. Und eins gibt es da hinten noch. Ja, und eins ist noch oben. Das ist ja jetzt nicht so schwierig, ne? Das findet man ganz gut. Und das geht auch sehr schnell. Deswegen. So, unser nächstes. Und für das andere müssten wir hier die Treppen hoch. So, das ist nämlich hier oben, wo auch die GED ist. Ne? Ihr seht das. Dann gehen wir da direkt mal hin. Das ist das letzte Türchen hier. So, zack. Alles abgeschlossen. Wunderbar. Und wieder zurück zum guten Gavin. Hat wohl noch jemand die Aufgabe wie wir? Steht noch jemand? So, ich würde mal sagen, wir geben das Ganze mal ab. Hallo, warum hast du meine Schlüssel? Hast du sie gestohlen? Ja, er ist ja gut jetzt hier, ne? Du hast die Schlösser des Tors überprüft oder die Schlösser der Tore überprüft. Ich kann mich an nichts erinnern. Bist du sicher? Das ist aber nett von dir. Hat es funktioniert? Das nächste Mal fragst du aber erst, bevor du dir die Schlüssel leihst. Ich werde sonst sehr nervös.
Ja, ne, genau. Und damit hätten wir den ganzen Fall auch schon wieder erledigt. Ne, das war es eigentlich auch schon. Das ging recht fix. Ja, ich habe jetzt lange hin und her überlegt, ob ich das alles in allem mache, dass ich das hier komplett mache. Ja, und bin aber irgendwie zu dem Schluss gekommen, da ich im Moment ein bisschen zeitmäßig hier leicht eingespannt bin, privater Natur allerdings, werde ich das so machen. Auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht nur noch eine letzte Aufgabe für uns hat, die dann natürlich in diesen blauen Aufgaben endet. Ich werde es trotzdem hier beenden und wir machen dann eben das Letzte, was er vielleicht hier noch für uns hat. Ich meine, gut, kann ja sein, dass da noch Folgequests kommen, aber die letzte Sache, die machen wir einfach morgen weiter. Ich nehme an, da kommt noch einiges. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen. Sie will überhaupt nicht stehen bleiben. Verabschiede ich mich einfach mal von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis bald. Tschüss.